Hallo liebe Kinder, heute lernen wir unseren nächsten Buchstaben und das ist das H. Ha, da fällt mir gleich ein Wort ein und zwar das Wort fauchen. Ich glaube, in diesem Film werde ich viel fauchen müssen. Das wird ein Spaß. Vielleicht fallen dir auch noch Wörter mit H ein. Dann drück mal Pause und überleg. Vielleicht ist dir dieses Tier eingefallen. Das ist ein Chamäleon. Und das Chamäleon hat ganz viel Ähnlichkeit mit dem Ch. Das Chamäleon fängt mit Ch an. Das Chamäleon kann seine Farbe ändern. Von grün zu blau. Oder gelb. Oder vielleicht doch orange. Braun kann es auch werden. Und sogar pink. Und so wie das Chamäleon immer anders aussehen kann, kann sich das Ch immer anders anhören. Das Ch kann sich anhören wie ein K. Es sind aber nicht besonders viele Wörter, bei denen es sich so anhört. Drum schreibe nie ein Ch statt einem K, außer du weißt es sicher. Die K-Wörter sind viel häufiger. Ich sage dir ein paar Beispiele, bei denen sich das Ch anhört wie ein K. Da wäre natürlich als erstes das Chamäleon. Und der Christbaum. Auch den Chor schreibt man mit Ch. Ein Chor ist, wenn viele Menschen singen. Außerdem den Chinesen. Das Ch kann sich auch anhören wie ein leises Zischen, wie zum Beispiel in Ich. Eine Schlange hört sich ein bisschen so an. So ein Ch findest du zum Beispiel in Teich und auch in Gesicht und in Elch. Außerdem noch in Licht. Drücke jetzt mal Pause und probiere dieses Ch aus. Achte darauf, was dein Mund und deine Zunge dabei machen. Das Ch kann sich auch anhören wie ein Geräusch, das man beim Gurgeln macht, wie zum Beispiel in Ach. In Drachen hört es sich so an. Und auch in Buch. Außerdem in Bauch. Und in Nacht. Drücke jetzt mal Pause und probiere aus, wie es sich anhört, wenn du ein Ch machst wie in Ach. Achte darauf, was dein Rachen dabei macht. Jetzt wird's echt schwierig. Manchmal hört sich das Ch an wie ein Sch, wenn's aus dem Französischen kommt, oder wie ein Tsch, wenn's aus dem Englischen kommt. Der Chef zum Beispiel ist ein Wort aus der französischen Sprache. Genauso wie die Champignons. Das Wort Chips kommt aus der englischen Sprache. Und auch das Wort Chat. Ein Chat ist, wenn Leute im Internet miteinander schreiben. Und das ist jetzt echt schräg. Ein Ch kann sich auch wie ein X anhören. Aber nur dann, wenn ein S dahinter ist. Der Ochse zum Beispiel hat so ein X. Die Eidechse und die Zahl 6. Und auch der Fuchs. Und wie wenn das nicht alles schon kompliziert genug wäre, gibt es sogar Meinungsverschiedenheiten drüber, ob man das Ch wie K oder wie Ch spricht, je nachdem, wo in Deutschland man wohnt. In Bayern sagt man zum Beispiel China, in Norddeutschland China. In Bayern sagt man Chemie, in Norddeutschland Chemie. Obwohl das Ch wie ein Chamäleon immer so unterschiedlich klingen kann,
brauchst du keine Angst davor zu bekommen. Es kann zwar sein, dass du das mal falsch liest, aber wenn du das Wort dann erkennst, weißt du sofort, wie das richtig ausgesprochen wird. Und jetzt spielen wir wieder Mensch, Riese, Zwerg. Du weißt, wie das geht. Groß machen, wenn das am Anfang ist, stehen bleiben, wenn es in der Mitte ist und klein machen, wenn es am Ende ist. Wo ist das in Licht? In Licht ist das in der Mitte. Wo ist das in Milch? In Milch ist das am Ende. Wo ist das ch, oder besser gesagt das k ch, in Christbaum? In Christbaum ist das ch am Anfang. Wo ist das ch in Tuch? In Tuch ist das ch am Ende. Wo ist das ch in Leuchter? In Leuchter ist das ch in der Mitte. Wo ist das ch in Wellensittich? In Wellensittich ist das ch am Ende. Wo ist das ch in Specht? In Specht ist das ch in der Mitte. Wo ist das ch in Chinese? In Chinese ist das ch am Anfang und wir sprechen es wie k. Wo ist das ch in Eichhörnchen? In Eichhörnchen ist das ch in der Mitte. Wo ist das ch in Kuchen? In Kuchen ist das ch in der Mitte. Wo ist das ch in Bauch? In Bauch ist das ch am Ende. Wo ist das ch in Nacht? In Nacht ist das ch in der Mitte. Jetzt hast du gelernt, wie das ch sich anhören kann. Du hast prima mitgemacht und mitgedacht. Bis dann, deine Frau Hilsenbeck.